Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit dem Hive. In dieser Folge werden wir uns ein bisschen mit dem Inneren des Hives beschäftigen. Das heißt, wir werden uns im ersten Teil hier so eine Art Blockschaltbild erarbeiten und im zweiten Teil werden wir uns das Ganze, diese ganze Struktur dann direkt praktisch am Board mal anschauen. Ja, wo liegt da welcher Chip und wo ist welche Schnittstelle? Ja. Wenn wir die Motorhaube öffnen vom Gerät, dann finden wir dort drei Mikrocontroller. Drei gleichartige Mikrocontroller. Und diesen Mikrocontrollern habe ich dann auch gleich passende Namen verpasst. Das ist hier so ein bisschen in der Tradition der alten Homecomputer. Dort hatte man ja immer irgendwelche Namen wie Antic-Chip oder Agnes oder Paula oder Tom und Jerry. Solche Geschichten. Und hier heißen diese Chips Regnatix, Bellatrix und Administra. Diese drei Chips, diese drei Mikrocontroller sind über einen 8-Bit-Bus miteinander verbunden. Das sind also 8 Datenleitungen plus entsprechende Steuerleitungen, damit sie einen entsprechenden Handshake ausführen können. Die Mikrocontroller selber stammen von der Firma Parallax. Das ist eine amerikanische Firma, wahrscheinlich bekannt so für diese Robotikprodukte. Und sehr bekannt in meinen Augen, so die, das haben sie vor Jahren entwickelt, diese Basic-Briefmarke. Ja, auch ein kleiner Briefmarken, großer Mikrocontroller-Platine, die man dann in Basic programmieren konnte. Ja. Der Chef von Parallax, Chip Gracie oder Greasy, weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, der hat diesen Mikrocontroller komplett selber entwickelt. Also sowohl Chip-Design wie auch das Konzept bis hin dann zu dieser Programmiersprache Spin, um den Multicore-Mikrocontroller zu programmieren. Also muss schon so eine richtige Koniferre sein. Okay, unser Mikrocontroller hat den amtlichen Namen P8X32 A-D40. Was heißt es? D40 ist ein 40-Pin-DIL-Gehäuse. Es gibt halt noch andere Gehäuse, SMD-Geschichten und so weiter und so fort. A bin ich jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, es war geplant, eine A- und eine B-Version von dem Chip zu machen. Und die A-Version, die wir jetzt hier haben, hat ein 32-Bit-IO und die B-Version sollte eine 64-Bit-IO Port haben. Die B-Version ist aber nie erschienen. Ja. Wobei es im Befehlssatz, selbst im Assembler-Befehlssatz, natürlich die Befehle und die entsprechenden Steuercodes für das Ansprechen dieses oberen 32-Bit-IO-Registers, des zweiten 32-Bit-IO-Registers enthalten sind. Ja, das ist also erstaunlich. So, dann haben wir hier 8x32. Das deutet wahrscheinlich hin auf 8 Cores mit 32 Bit Verarbeitungsbreite. Ja. Und dann haben wir hier vorne noch so ein kleines P. Weiß nicht genau, aber das mit geringer Wahrscheinlichkeit heißt es Parallax. Mit großer Wahrscheinlichkeit deutet es auf den Spitznamen hin, den der Chip direkt von der Firma bekommen hat. Denn dieser Chip heißt Propeller. Ja. Cooler Name. Man sieht es auch, wenn man, ach so, ich habe jetzt, haben wir das Board, wo ist das Board? Wenn man hier auf dem Board selber schaut, weiß nicht, ob man das erkennt. Hier sieht man auch so eine Propeller, so eine Daniel-Düsentriebmäßige Propellermütze. Ja, die deutet dann schon darauf hin, dass das mehr sowas für Bastler und Erfinder und Freaks ist. So, das zum Mikrocontroller selber. Wir haben jetzt hier drei Stück in unserem Hive-Computer. Dabei gibt es eine grobe Aufteilung. Das ist ein Master-Slave-System. Das heißt, wir haben es eigentlich so, dass
Regnatix, die beiden Slaves, Bellatrix und Administra steuert. Ja. Und Bellatrix ist dabei zuständig. Bellatrix übrigens übersetzt lateinisch die Kriegerin. Ja, warum Kriegerin? Weil sie quasi so unsere Frontfrau ist. Frontfrau zu welchem Feinde? Zum Feind, dem User. Sie ist nämlich zuständig für das gesamte, die gesamte Benutzerschnittstelle. Das heißt, Bildschirmausgabe und Tastatur- und Mauseingaben und ähnliche Geschichten. Ja? Bellatrix. Administra ist zuständig für die restliche I.O.-Geschichte, übersetzt Administra die Arbeiterin. Ja? Und Regnatix als Master im System die Königin. Ja? Die Königin, also Regnatix, der Chip, steht komplett eigentlich dann letztendlich unserem Anwenderprogramm zur Verfügung. Ja, also das heißt, wir könnten hier das hier, Regnatix, ist eigentlich unsere Domäne. Ja. Ja. So. Gucken wir jetzt mal unsere beiden Slaves an. Fangen wir mit Bellatrix an. Was können wir mit Bellatrix machen? An Bellatrix haben wir als erstes mal einen Anschluss für VGA-Monitor. Ja. Dann haben wir als zweites einen Anschluss für die Tastatur. Und als drittes haben wir einen Anschluss für Maus. Ne? Und um den Retrofaktor massiv zu erhöhen, haben wir dann hier noch, ja, wie malen wir das jetzt mal, haben wir noch einen Anschluss für das soll jetzt mal ein Fernseher sein, wo hier so ein Pong drauf läuft, für einen Videomonitor. Ne? Das macht alles Bellatrix. Warum alles in diesem einen Chip? Weil natürlich alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt und man damit in diesem einen Chip eine komplette Benutzeroberfläche realisieren kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel Fenster habe oder irgendwas anderes und einen Mauspfeil, dann habe ich die Daten der Maus sofort am selben Chip zur Verfügung, wo ich dann auch den Mauspfeil darstellen muss. Ich meine, das heißt, ich hätte ja die Maus auch an den Administra anschließen können. Aber dann hätten diese Daten von der Maus erst durch das ganze System geschleust werden müssen. Das kann alles in diesem Bellatrix Plexus stattfinden. Und dort hat er halt 8 Cores zur Verfügung, soll er sich einen Kopf machen. Das geht schon. Ja? So ist das gedacht. Warum Video zusätzlich zu VGA? Das hatten wir ja schon in der vorigen Folge mal kurz angesprochen. Halt einfach wegen der Ressourcen. Ja, Video, wesentlich geringere Auflösung, kann man besser mit Sprites und mit Grafik, mit Pixelgrafik umgehen, auch mit Flip-Screens. Wenn man Animationen darstellt, hat man ja dann immer einen Screen, in dem man zeichnet, einen zweiten Screen, den man darstellt. Und wenn das Zeichnen fertig ist, wird es einfach getauscht, immer hin und her geflippt. Und damit kriegt man eigentlich eine sehr gute, flickerfreie Animation dann hin. Jo, das zu Bellatrix. Kommen wir zu Administra. Was haben wir da drin? Da haben wir vorhin gesagt, die restliche I.O. Ja, das klingt natürlich so ein bisschen abwertend, ist es aber nicht. Wir haben dort als erstes mal etwas ganz Wichtiges und zwar unser Zugriff aufs Dateisystem in Form einer SD-Karte. Ja, und wir können dort arbeiten mit FAT16 oder FAT32. Also kein Problem, 2 Giga SD-Karte ist kein Problem. Wahrscheinlich auch eine 32 Giga SD-Karte. Habe ich noch nicht getestet. Müsste man mal checken, sollte aber eigentlich gehen. Ja. Dabei ist zu sagen, dass natürlich in Administra
die komplette Funktionsbibliothek enthalten ist, um mit dem Dateisystem umzugehen. Ja? Das heißt, Regnatix bzw. unsere Anwendung in Regnatix muss diese Funktionsbibliotheken nur noch steuern. Ja? Also Regnatix, das Anwendungsprogramm braucht nur zu sagen, bitte Verzeichnis XY öffnen oder bitte Datei XY löschen oder bitte Datei XY öffnen und 100 Bytes auslesen oder schreiben und so weiter und so fort. Den Rest macht Administrator dann selbstständig. Ja? So, des Weiteren haben wir als nächstes den gesamten Komplex. Sound. Ja. Das haben wir alles in Administra enthalten. Sound, wie gesagt, ist ja bei einem normalen Computer, würde ich sagen, die Soundkarte ist in Administra gesteckt. Ist natürlich in dem Fall nicht, weil es noch Software ist. Also dort haben wir, ja, man könnte sagen, das Modul, das Soundmodul oder das Soundobjekt oder die Soundfunktionsbibliothek, die ist in Administra und kann natürlich auch jederzeit ausgetauscht werden. Im Standardfalle haben wir das Hydra Soundsystem mit einem Tracker und mit SoundFX-Channels, wo wir so Soundeffekte abspielen können und eine Möglichkeit, Waves wiederzugeben. Aber wir können ja den Administra-Chip im Stück tauschen gegen einen Code, welcher dann eine Funktionsbibliothek enthält, die dann meinetwegen SID-Chip-Sounds abspielt oder von diesem Yamaha-Chip die Sounds oder MIDI oder ähnliches. Ja? Also das befindet sich ebenfalls in Administra. Des Weiteren haben wir in Administra, bevor ich es vergesse, unseren RTC, unserem Realtime Clock. Ja, also eine kleine Uhr, Batterie gepuffert, ist noch ein bisschen CMOS RAM, da kann man noch ein paar Daten ablegen. Das wird auch von Administratoren angesteuert. Ja. So, nächste Sache, die wir an Administra haben. Wir haben dort das Interface oder die Steuerung für die Netzwerkschnittstelle. Ja. Das haben wir ebenfalls in Administra. So, und zu guter Letzt haben wir dort auch die I.O.-Schnittstelle. Das war lange Zeit, war das noch ein bisschen ein offenes Thema beim Hive. Mittlerweile haben wir dort den sogenannten Plexbus. Das ist im Kern eigentlich ein I²C-Bus. Ja, an welchen wir dann Karten dranhängen können. Eine Karte wäre zum Beispiel die Sepia-Card. Ja, und die Sepia-Card, die kann man direkt aufs Board stecken. Ich kann es hier nochmal kurz zeigen. Die IO-Bus ist hier auf diesem Expansionsstecker und man kann diese Sepia-Card hier einfach aufstecken und hat dann das wird dann vorne abgegriffen an diesem Expansionsstecker und neben den Schnittstellen, die diese Karte selber zur Verfügung stellt, wird dieser IO-Bus hier hinten an diesem Flachstecker zur Verfügung gestellt. Und da kann man jetzt entsprechendes Kabel stecken, ja, und an diesem Kabel, da gibt es dann, kann man sich selber konfektionieren, hier, das mit solchen USB-Steckern, kann man dann diese I.O.-Karte stecken und dann steckt man dann wieder eine I.O.-Karte dran und von dieser I.O.-Karte kann man dann zur nächsten I.O.-Karte gehen oder zu einer Joystick-Karte von Zille oder zu irgendwas anderem oder was auch möglich wäre. Oder hier zum Beispiel so ein Joystick, der auch I²C-Schaltkreise enthält oder zum Beispiel in einem weiteren auf dem Propeller-Chip basierenden Plexus, ja, IO-Plexus. Hier habe ich jetzt mal dieses Demo-Board von Parallax. Da kann ich hier auch mit dem Bus reinkommen, mit dem Plex-Bus und kann dann hier irgendwas noch steuern. Ja? So. Also das ist so unsere S0-Karte. Was können wir direkt dranhängen, wenn wir so eine S0-Karte, so eine Sepia-Karte eingebaut haben in den Hive? Wir können noch dranhängen Joysticks, ja, wir können noch dranhängen Pads, Joypads, Steuerkreuz und was weiß ich, mehreren Knöpfen. Man könnte auch dranhängen zum Beispiel
Drucker. Ja, ging auch. Ja. Und man kann natürlich dort an diesen, da der Plexbus nun wieder weiter durchgeführt ist, weitere Sepia-Karten oder andere IO-Karten dann mit dranhängen und das so weiter erweitern. Ja. Jo, das ist Administra, also eine ganze Menge IO-Arbeit und ja, kommen wir zu Regnatix. Wie schon gesagt, dort befindet sich ja unser Anwenderprogramm. Ne? An IO-Geschichten ist dort kaum was angeschlossen an Regnatix. Das Einzige, was wir angeschlossen haben, ist Arbeitsspeicher. Und zwar in Form von zwei Bänken. Jede Bank hat dort 512 KRAM. Das heißt, sie sind einem BRAM nochmal angeschlossen. Ja. RAM gibt so verschiedene Modelle, vielleicht mal, um das ein bisschen zu systematisieren im Hive. Wir haben dort als erstes mal den COC-RAM. Ich kürze den mal ab mit C-RAM. Das sind jeweils 2 Kilobyte RAM pro COC. Ja? Also pro Chip haben wir ja 8 COCs und jede COC hat dort nochmal 2 Kilobyte RAM, der nur für diese COC selber privat ansprechbar ist. Eine andere COC kann dort nicht zugreifen. Ja, dafür ist dieser RAM aber sauschnell. Ist eigentlich mehr oder weniger so eine Registerbank. Ja, aber es liegt da halt auch der Code, der ausgeführt wird in der COC. Ja, also insgesamt 2 COC mal 8, dann sind es nochmal 16K RAM, die drin sind. Nur privat für die COCs. Ja. Als zweites haben wir den Hub-RAM. Das sind 32K pro Chip. Also 3 Chips haben wir 96K Speicher. Ja, auf diesen Hub-RAM können alle COCs gleichzeitig zugreifen. Hub deshalb, weil sie halt nicht gleich, das ist nur quasi gleichzeitig. Sie arbeiten nach so einem Rundlaufverfahren, das heißt, jede COC ist in kurzen Zeitabständen dran. Der Zugriff ist sehr schnell, wenn nur eine COC zugreift. Und je mehr COCs zugreifen auf den RAM, umso langsamer wird dieser Zugriff. Ne? So, und dann haben wir als letzten RAM, zumindest im Hive, haben wir den E-RAM. Das ist der externe RAM, den wir hier an Regnatix haben. Ne? Das sind 1 MB an Regnatix. So, und wenn wir uns die Geschwindigkeit anschauen, dann muss man sagen, der schnellste RAM, also ich sag mal zum Beispiel plus, das wäre der C-RAM, der COC-RAM. Der H-RAM ist deutlich langsamer, da mache ich mal ein Plus hin. Das ist jetzt rein gefühlt, zahlenmäßig müsste man das mal schauen, und ist das ja auch nicht so einfach, hängt ja von der Situation ab, wie viel COCs nur zugreifen. Ne? Und der langsamste RAM, da schreibe ich mal hin, minus, wäre der E-RAM. Ja, also das ist je mehr RAM wir zur Verfügung haben, umso langsamer ist der Zugriff. Ja. Der 1 MB, das ist natürlich ein riesen Batzen, aber wir können noch relativ langsam zugreifen. Und am schnellsten sind die 2K in der COC. Ja. Also das sind so diese 3 Speichermodelle und das braucht man auch bei so einem Multicore-System. Ne? So, was haben wir denn noch Schönes? Regnatix kann unter anderem auch dazu dienen, um noch weitere IO-Chips anzuschließen. Ja? Also man kann ohne Tricks neben Administra und Bellatrix auch noch weitere Slaves anschließen. Ja? Die müsste man dann auf das Board draufstecken, auf dem Expansionsport. Ich hatte die betitelt als Venatrix-Board. Ja? Und ein so ein Venatrix-Board hat Zille 9 jetzt schon entwickelt und das ist auch in seinem neuen Hive Tower mit drin. Ich bin mal gespannt beim nächsten Treffen, da schaue ich mir das an. Ja, das ist also wirklich eine Platine, die steckt man auf den Hive auf oder in seinem Falle ist das dann mit so einem Flachbandkabel in ein zweites Modulgehäuse geführt und dann hat man einen weiteren Slave-Schaltkreis. Ich sage hier mal V vor Vendetta,
also Venatrix-Board. Und dieses Venatrix-Board ist bei ihm so gestaltet, dass er dort mehrere, auf dem Venatrix-Board ist ein weiterer Propeller-Chip, ein weiterer Slave und Slots zum Stecken von Erweiterungskarten. Ja? Das heißt, wir können jetzt hier an die, ich weiß nicht, waren drei oder vier, möchte ich sagen, kann man dann drei oder vier Erweiterungskarten noch mit anstecken. Was das ist, weiß ich nicht. Muss man sich, ist jetzt vielleicht auch noch gar nicht so sehr viel fertig am Anfang. Ja, genau wie das hier ist bei dem Plexbus, da ist ja auch noch nicht so sehr viel fertig. Es gibt diese Sepia-Karte, es gibt diese Joystick-Karte von Zille, aber es ist ja nicht gesagt, da kann man ja alles Mögliche noch anschließen. Ja? Man könnte hier an den Plexbus zum Beispiel auch anschließen, müsste theoretisch gehen, da habe ich noch nicht probiert, aber diese Controller von der Wii-Konsole. Ja, diese Schüttelcontroller, Nunchaku oder wie die Dinger heißen, ja, die nutzen nämlich ebenfalls einen I²C-Bus. Müsste man rankriegen, gibt es Code zumindest für einen Propeller-Chip. Und Steckverbinder ist anders, da müsste man entweder adaptieren oder einen Steckverbinder passend für ein Hive dran löten. Aber im Prinzip sollte das gehen. Ja. So, sind wir eigentlich im Wesentlichen rum mit dem Hive selber. Ja. Das heißt, wir haben hier unser schönes Gerät. Ja, was uns sehr viel Freude bereitet. Was noch fehlt jetzt hier, da weiß ich jetzt gar nicht, wie wir es reinzeichnen. Wir zeichnen mal die Controller ein bisschen dicker, dann sind die hier so ein bisschen auffälliger gegenüber den ganzen Funktionskomplexen hier. So. Noch den Bus ein bisschen dicker. So. Was jetzt noch fehlt, ist das Host-Interface. Ja, weil das Host-Interface ist ja eigentlich eine COM-Schnittstelle. Ja, das Problem ist bloß, es ist nicht an einem Chip angeschlossen, ja, sondern es kann ich ja wählen, an welchen Chip das ran soll. Ja. So, und was mache ich mit der COM-Schnittstelle? Da kann ich dann so eine schönen Sachen anschließen wie den CPM-Router von Micha. Oder ich kann dort anschließen einen ganz schnöden PC. Ja, das kann sein ein Apple-Gerät oder das kann sein ein Windows-PC oder auch ein Linux-Gerät. Ja, und was können wir damit machen? Wir können damit natürlich erstens mal für die Propeller-Chips entwickeln. Das heißt, wir können dort diese Propeller-Tool nutzen. Das hat man ja, das kommt noch in den nächsten Folgen. IDE bzw. Compiler. Wir können dort nutzen, das Ganze zum Debuggen. Wir können das Ganze nutzen als Terminal. Ja, also unseren PC blank als Terminal, zum Beispiel für Propfers nutzen. Oder wir können da natürlich auch dran schließen, einen anderen Hive. Ja. Natürlich. Ja. Hatte ich durchaus auch zu einem KC-Treffen, da hatte ich einen zweiten Hive als Terminal für das Propfers an dem ersten Hive dran. Geht, kann man machen. Ne? So, okay. Das zu unserem Blockschaltbild sieht ja schon ganz toll aus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf dem Board an. So, hier mal das Hiveboard in der Übersicht. Weil ich gerade noch diese Sticker fertig gemacht habe. Vielleicht noch zwei, drei Sachen, was es an Zusatzmaterialien gibt, bevor ich es vergesse zu erzählen. Das sind diese Sticker, gibt es auf der Webseite zum Download und auch nicht die anderen Tabellen, die ich gleich zeigen werde. Kann man sich ausschneiden und dann schick über die Propeller-Chips drüber kleben. Und hier ist an der Seite
immer der Signalname aufgedruckt. Wenn man dann nachher irgendwas misst oder sich orientieren möchte, ist das eigentlich eine praktische Geschichte. Der Name vom Chip steht natürlich auch drauf. Ne? So, dann haben wir noch eine Tabelle. Das ist so ein so von mir eigentlich gedacht als Inlay. Das heißt, das kann man, das klebe ich mir immer in meine Gehäuse, in den oberen Gehäusedeckel ein. Erinnert so ein bisschen an die alten Röhrenradios, da war das, oder Fernseher, da war das auch gang und gäbe damals, dass man den Schaltplan immer mit im, irgendwo an der Rückfront eingeklebt hatte. Ja. Fand ich gut. Hier haben wir jetzt die Belegung, nochmal eigentlich dasselbe wie diese Sticker, plus die Belegung vom Erweiterungsbus. Ja. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen größer drauf, wem das zu klein ist auf diesen Stickern. Ja. So, und das kann eingeklebt werden in den Gehäusedeckel und dann ist das eigentlich immer verfügbar. Und als drittes, und wenn die Augen dann mal so ein bisschen nachlassen, gibt es diese Belegung der Signale auch nochmal in groß und gleich noch mit ein paar Zusatzinformationen wie die Richtung des Datentransfers an so einem Signal, ob das ein Eingangs- oder Ausgangssignal ist an dem Chip und welchem Signal, welcher Signalgruppe oder wie das Signal überhaupt bezeichnet wird. Hier vorne haben wir die Abkürzungen, so wie sie im Schaltplan oder auf dem Sticker stehen, dann die Datenrichtung und dann die Erklärung, was ist es. Ja? Jo, das sind so diese drei Dinge. Gucken wir uns mal das Board selber an. Wir haben hier in der rechten Ecke haben wir die Stromversorgung. Das sind zwei Längsregler und die entsprechende Buchse. Des Weiteren gibt es hier dann noch die Gleichrichtung und Glättung. Das wird auch so der Komplex sein, den wir als ersten zusammenbauen. Hier direkt drunter, ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt sieht, hier ist so ein Schaltkreis drunter unter dem Kühlkörper. Das ist der MAX232-Schaltkreis für das Host-Interface. Ja, und hier haben wir diese DIP-Switches, mit welchen wir wählen können, welcher dieser drei Chips mit dem Host-Interface verbunden ist. Das ist übrigens die Buchse von dem Host-Interface. Ja. Wie die Schalterstellung ist hier auch auf dem Board aufgedruckt. Ja? Also das sieht man wahrscheinlich hier besser. Ja? Hier haben wir dann den Aufdruck, welcher Chip gemeint ist. Das ist eigentlich mit so einem Bestückungsaufdruck sehr schön. Jeder Bauelementename ist hier irgendwo verzeichnet. Ne? So, ja, das ist das Host-Interface. Hier haben wir die Schnittstelle dafür. Das ist so eine Mini-DIN-Buchse. Ja? War früher, kommt immer wieder die Frage, ja, warum nicht SubD9? War früher auch SubD9 an den Prototypen, aber wie man sieht an der Rückfront, es ist einfach irgendwann kein Platz mehr gewesen. Ja, dann kam noch zum Schluss dann die LAN-Schnittstelle dazu und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir eine andere Buchse, nicht SubD9. Die SubD9-Buchse wäre ja genauso groß von Abmaßen wie diese VGA-Buchse wäre, ja. Und dann nehmen wir so eine Mini-DIN, das gibt es erstens in Durchstecktechnik, zweitens kann man die Stecker selber konfektionieren, sehr einfach, und dann kommt ein Adapter von, den muss man sich halt selber löten, von diesem Mini-DIN auf SubD9. Ne? Das ist einfach aus Platzersparungsgründen so geworden. Hier vorne haben wir übrigens, bevor ich es vergesse, noch einen Reset-Schalter, den muss man nicht bestücken, weil das Signal liegt unter anderem auch auf dem Pin-Header. Und hier kann man an dem Pin-Header dann ein Kabel anstecken und irgendwo einen Reset-Schalter im Gehäuse dann verwenden. Ja? So, gut. Dann haben wir hier unsere drei Propeller-Chips. Das machen wir jetzt mal genauso wie in der Übersicht. Hier haben wir Administra. Administra kümmert sich um SD-Card. Das wissen wir ja. Die SD-Card-Signale liegen gleichzeitig hier an diesem Pin-Header. Also wer diesen Connector nicht zur Seite rausführen möchte, wie bei dem Teco-Gehäuse, sondern vielleicht das an der Gehäusefront irgendwo anschraubt. Es gibt so diese SD-Card-Steckfassung auch auf so einer kleinen Platine für ein paar Euro irgendwo im Elektronikversand. Dann kann man sich das irgendwo in die Front schrauben und mit dem Flachbandkabel hier hinführen. Kann man machen. Ja, also dafür ist es da. Administra kümmert sich ebenfalls um den Sound, ja, und
Da haben wir die Buchse hier hinten, das ist die Klinkenbuchse, 3,5 mm Stereo-Sound. Gleich zum Sound noch dazu, hier ist die sogenannte Audio-Bridge, das ist so ein Achterblock von Pinheadern und im Normalfall sind in der Mitte zwei Jumper gesteckt, die brücken einfach das Signal von Administra über diese Wandler zur Klinkenbuchse. Aber wer jetzt nicht in Aktivboxen angeschlossen hat, extern, sondern sagt, ich möchte in das Gehäuse selber irgendwelche einen kleinen Verstärker anbauen und diese Lautsprecher, der kann diese Jumper ziehen, hier einen Flachstecker draufstecken und kann die Audiosignale abgreifen, in seine eigene Elektronik dann reinführen und wenn er will, die Signale sogar wieder zurück zur Klinkenbuchse. Ja. Also das ist administrativ der Sound. Dann haben wir die Problematik Netzwerkschnittstelle. Das wäre hier der Netzwerkchip, das ist ein ENC 28J60. Der wird über SPI angeschlossen und hier ist dann die entsprechende Netzwerkbuchse. Ja, da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Ach so, und was war, das haben wir ganz in der Übersicht vergessen, worum sich Administra ebenfalls noch kümmert, ist der RTC-Chip. Ja, also der Realtime-Clock, eine batteriegepufferte Uhr, die immer mitläuft. Und da sind auch noch so ein paar CMOS-Speicherzellen, da kann man noch so ein paar Einstellungen speichern. Jörg hat da zum Beispiel für den Netzwerkcode die IP-Adressen und sowas, die Netzwerkeinstellungen gespeichert. So, weil wir weil wir gerade hier hinten sind in der Ecke, das sind die drei Flash-EE-Proms für die drei Propeller-Chips. Ja, da wird dann das Programm reingeflasht, was beim Einschalten dann aktiv ist. So, also das RTC, da kümmert sich Administrator auch drum. Und das letzte wäre dann der IO-Bus. Da ist hier auf dem Board natürlich nichts zu sehen. Der IO-Bus liegt unter anderem halt hier an diesem Expansionsport und man kann, habe ich sowas jetzt hier, muss ich mal schauen, das wäre mal der Prototyp von der IO-Karte, von der Sepia-Karte. Man hat hier unten wo sehen wir es, so eine Pinheader, die in dieses Erweiterungsslot reingreifen. Das wird dann einfach aufgesteckt. Ja. So. Kommt jetzt nicht ganz runter, weil hier noch die Muttern sind. Und dann haben wir nach hinten noch rausgeführt, denn halt noch diese Ports zum Anschluss von Joysticks oder Druckern oder Pads und Analogsticks oder sowas. Und hier ist dann der Plexbus rausgeführt. Ja. Zudem haben wir auf der Sepia-Karte dann noch LED ist, um da ein bisschen rumzuspielen. Ja, wäre jetzt Administra auf dem Board. Ja, dann haben wir als zweites den nächsten Slave Bellatrix. Kümmert sich, wie gesagt, um VGA-Ausgabe, PS2-Schnittstellen, Videoausgabe, Composite-Video. Ja, da ist nicht viel dazu zu sagen. Ne? Dann haben wir hier Regnatix. Klar, Regnatix steuert die anderen beiden Slaves und kümmert sich um den externen RAM. Und hier ist nochmal ein Adressledge, weil dann die Pins dann doch nicht gereicht haben. Ne? Hier vorne haben wir dann Powerled und drei LEDs. Das sind die Heartbeat-LEDs von den drei Propeller-Chips. Die können vom Propeller-Chip her gesteuert werden. Ja, die Funktionen sind natürlich nur per Software definiert. Jo, das war es eigentlich im Wesentlichen im Überblick. Hier am Expansionsbus liegt natürlich noch mehr an, kann man sich in der Übersicht dann anschauen. Von Anschlüssen haben wir jetzt alles gehabt. Jo, dann kann es eigentlich losgehen mit dem Aufbau. Alles klar. Bis dann.